Es geht ja im Advent immer wieder um diese Frage, an wen glauben wir, wem folgen wir und auf wen warten wir. So auch in dem heutigen Text zum dritten Advent, Matthäus 11, Vers 2 bis 6, wo die Frage aufgeworfen wurde, wer ist Jesus? Bist du, der da kommen soll? Nachdem Jesus Christus die Jünger unterrichtet hat, wie sie ihm nachfolgen sollen, heißt es hier, es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Soweit Gottes Wort. Diese Frage, wer ist Jesus, ist ja auch heute aktuell. Und man arbeitet ja fieberhaft daran, Jesus nicht Gottes Sohn sein zu lassen. Gerade im Jahr der Reformation soll dies annulliert werden, dass Jesus ja nur ein Nachkomme Davids ist, der wohl vollmächtig gewirkt hat, aber nicht Gott ist. Somit kann man ihn ja gleichstellen mit allen Religionsstiftern, die es je gegeben hat, und aus dem Mittelalter. Unser Gebet ist es ja auch in diesen Tagen. Heute ist der letzte Tag, der sogenannte Gemeindetag der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Es war zu lesen, dass auch Gottesdienste dort durchgeführt werden. Und unser Gebet ist es, dass sie erkennen, was Mose und die Propheten im Auftrag des lebendigen Gottes sagen durften. Und somit auch bereitet werden, Jesus, den Messias, erkennen und annehmen zu können. Israel wartete und wartet eigentlich bis zum heutigen Tag auf den angekündigten Messias, den Gesalbten Gottes, der das Unordentliche in der Gesellschaft, im Volk und im Leben des Einzelnen ordnen soll, der die Unregierbarkeit der Völker regierbar machen soll, der da, wo kein Frieden ist und kein rechter Friede, den ewigen Frieden aufrichten soll, im Lande und im Herzen. Viele Menschen hatten in diesen und haben in diesen Adventstagen auch die Frage, auf wen warten wir eigentlich? Warum feiern wir Weihnachten? Ist Jesus Christus der Sohn Gottes? Man beschäftigt sich in den Medien damit und man tätigt mancherlei Aussagen, Betrachtungen über das Leben Jesu und sagt unter anderem, ja, Wunder gab es zu der damaligen Zeit immer, das war an der Tagesordnung, so wie heute an der Tagesordnung die Erkenntnisse der Naturwissenschaft sind. Das will man den Menschen sagen, weil man selber gar keine Antwort hat darauf, wer ist Jesus Christus? Ist er der Messias? Ist er der von Gott Gesalbte? Ist er der, der Frieden bringen kann im Herzen der Einzelnen? Aus diesem Grunde haben wir auch gestern diesen Traktateinsatz gehabt, um Menschen zu begegnen und deutlich zu machen, jawohl, Jesus ist der Christus. Aber wir sehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch damals, zur Zeit, als Johannes der Täufer im Gefängnis bereits war und die Jünger des Johannes verunsichert waren, wie geht es nun weiter? Und hatten auch die Frage, sollen wir uns jetzt Jesus anschließen? Ist er der Messias?
geht hin, fragt ihn, ob er der ist, der von Gott verheißen ist. Fragt ihn, geht hin. Denn auch sie wollten ja den Frieden, der vom himmlischen Vater angekündigt worden ist durch Mose und die Propheten, erhalten. Man wartete nicht nur auf irgendeinen Messias und wir warten auch nicht auf irgendeinen Jesus, sondern auf den, der von Gott verheißen ist, der einen Frieden bringt, der höher ist als alle Vernunft, einen Frieden höher als alles Denken, einen Frieden, der höher ist als alles, was wir an Friedensvorstellungen haben können. Denn nur dieser, der von Gott gesandt ist, dem Schöpfer aller Dinge, nur dieser kann das Handeln der Menschen, der Menschheit, unseres persönlichen Lebens verändern. Nur er kann Ruhe des Herzens bringen, so wie es auch im Propheten Jesaja Kapitel 9, Vers 5 heißt: Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Johannes der Täufer und alle, die auf Erlösung warteten, Erlösung von der Hoffnungslosigkeit und Friedlosigkeit, kannten ja die Aussagen der Heiligen Schrift. Sie kannten die Aussagen, dass ein ganz bestimmter Gesalbter kommen würde. Nicht irgendeiner, ein ganz bestimmter, von Gott angekündigter Gesalbter. Und dem wollen wir begegnen. Bist du, der da kommen soll? Die Frage stand im Raum. Bist du es? Sie dachten ja an diese prophetischen Aussagen, die auch einst der Erzvater Jakob machte vor seinem Tode, als er seine 12 Söhne, die 12 Stämme Israels, segnete. Und er sprach über Juda in 1. Mose 49, 10. Es wird das Zepter nicht von Juda entwendet werden, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und dem werden die Völker anhangen, dass der Held komme. Dieser ganz Bestimmte, dem auch die Völker anhangen werden, dem sich die Knie beugen werden, dem ganz Bestimmten, eine Verheißung, die sich ja erfüllen sollte, wenn der Stamm Israels, der Stamm Juda in dem Lande Kanaan sei und regierende Könige hervorbringen sollte. Es war ja eine Weissagung, die noch in Ägypten stattfand. Israel war noch gar nicht im Lande Kanaan. Aber da sollte sich das erfüllen, dass der Held komme, dem die Völker anhangen. Und dass sich diese Verheißung erfüllen würde, ganz bestimmt, bestätigte Jakob mit seinem Entschluss, in Hebron beerdigt zu werden. Er wusste, dass er und das Volk in das Land Kanaan kommen würde und dass er dort dann in der Machpella-Höhle zu Hebron, wo bereits Abraham und Isaak begraben lagen, auch beerdigt würde, hingelegt würde. 1. Mose 49, 29. Jakob wusste durch den Heiligen Geist, dort in dem Lande wird dieser wahre Messias auftauchen. Bist du also dieser, die Frage, der da kommen soll? Die Jünger des Johannes kamen zu Jesus. Auch wusste das Volk von der Aussage Gottes durch Mose. Sie hatten ja gehört und noch im Gedächtnis, was einst dort am Horeb geschah, dass sie die Stimme Gottes nicht hören wollten, weil sie ihnen zu mächtig war. Gott sollte mit Mose reden. Und Mose sagt, ja, es wird einer kommen, gleich ein Prophet wie mich.
und den sollt ihr hören und dem sollt ihr gehorchen. In 5. Mose 18, Vers 15 steht, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, erbeten hast am Horeb, am Tage der Versammlung und sprachst, ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und dies große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, siehe, sie haben recht geredet, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken, aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ich's fordern. Das Volk hat das gehört, dass diese Weissagung auch einst ausgesprochen worden ist. Und darum bewegte sie diese Frage, wo ist nun dieser Messias? Bist du es, Jesus? Bist du, der da kommen soll? Und später hatte der Herr auch am Jakobsbrunnen der Samariterin gesagt, ja, die Weissagung ist recht. Das Heil kommt von den Juden. Es kommt aus Israel. Es kommt, wie angekündigt, aus dem Volke Israel. Der Messias kommt nirgendwo anders her, sondern von Gott gesandt, in das Volk Israel, für das Volk Israel, für alle Nationen. Darum nur auf den von Gott Gesandten kann man sich verlassen und sein ganzes Vertrauen setzen. Denn allein dieser hat Vollmacht, wirklich zu helfen, Vollmacht, alles zurechtzubringen, auch in deinem und in meinem Leben. Nur er hat Vollmacht, unser persönliches Leben so auszurichten und so zu prägen, dass es einst in den Himmel passt. Der Messias muss einer sein, der Gottes Willen und Gottes Taten an seinen Geschöpfen vollführen kann, hin zur Erlösung. Darum wies auch der Herr Jesus seine Zuhörer darauf hin, dass das, was er tut, nicht aus sich tut, sondern aus der Verbindung mit dem, der ihn gesandt hat, dem himmlischen Vater, deckungsgleich mit dem Vater im Himmel, dem Gott aller Götter, dem Schöpfer aller Dinge. Johannes 5, Vers 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut auch gleicherweise der Sohn. Und was der Vater tut, das kann kein Mensch tun. So wie es heute proklamiert wird durch die Medien, dass das ja jeder irgendwann mal tun kann, auch Tote auferwecken, kann doch jeder tun, das ist ja gar nichts Besonderes. Das gehörte zu der damaligen Zeit, deswegen ist er nicht der Messias, weil er das alles getan hat. Aber das, was Jesus tat, was der Vater tat, kann kein Mensch tun. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Diese Frage, bist du, der da kommen soll? Jesus Christus antwortete auf diese Frage folgendermaßen. Geht zurück zu Johannes, dem Täufer, und berichtet ihm einfach nur, was ihr gehört und was ihr gesehen habt. Berichtet ihm von der helfenden Tat Gottes. Berichtet ihm von der Erfüllung
des Wortes auch aus Psalm 68, so können wir sagen, wo es heißt in Vers 20, gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch, berichtet von der Hilfe. Wir haben einen Gott, der da hilft. Wir haben einen Gott, der vom Tod errettet. Geht hin und berichtet das. Berichtet, Blinde werden sehen. Sie sehen die Wahrheit. So wie einst der greise Simeon sagte, als er das Jesuskind auf die Arme nahm, meine Augen haben jetzt den Heiland gesehen. Er kannte ihn ja zuvor gar nicht, aber er kriegte geöffnete Augen zu wissen, das ist der Heiland. Meine Augen haben jetzt gesehen. Jesus sagt, Blinde werden sehend, sehend für das wahre Leben mit Gott. Lahme werden gehend. Sie gehen auf dem richtigen Weg, so wie es auch Psalm 119, 105 heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Wege. Lahme werden gehen, das hat nicht nur mit physischer Gesundheit zu tun, sondern mit Orientierung, auf dem Weg des Lebens sein zu dürfen, auf dem Weg der Freude und des Friedens, auf dem Weg der lebendigen Hoffnung auf das ewige Leben. Solche, die hoffnungslos waren, kriegen plötzlich Hoffnung und Erkenntnis über den Sinn des Lebens. Aussätzige werden rein, sagt das dem Johannes. Die da am Rand der Gesellschaft lebten, sie kommen plötzlich wieder in die Gemeinschaft. Sie haben ein neues Wertegefühl. Sie finden Aufnahme in der Gemeinschaft Gottes. Aussätzige werden rein, denn wir wissen ja, Aussätzige mussten außerhalb der Gesellschaft leben. Und wenn sie etwas zu nahe kam an das übrige Volk, mussten sie ihre Unreinheit aussprechen. Unrein, unrein, kommen ja nicht zu nahe. Aussätzige werden rein, sie werden aufgenommen in die Gemeinschaft. In die Gemeinschaft der Gläubigen. Taube hören, sie hören die guten Worte Gottes zum Leben. Worte der Vergebung ihrer Schuld, Worte des Trostes über schwierige Situationen, Worte über die Seligkeit, dass sie einmünden dürfen in das himmlische Reich, Taube hören. Tote stehen auf, solche, die mit ihrem Leben abgeschlossen hatten, weil nichts Lohnendes mehr darin zu sehen war, die am Ende waren mit ihrem Leben. Krankheit, Sünde hat sie niedergeschlagen. Die Lebensumstände drückten sie so tief, dass sie am Leben verzagten. Tote stehen auf. Sie bekamen neue Freude. Sie bekamen Freude im Leben mit Gott. Und das nicht nur in Ewigkeit, sondern jetzt in dieser Zeit. Sage Johannes dem Täufer, den Armen wird das Evangelium, die frohe Botschaft gepredigt. Sage ihm, alle sind zu einem Leben der Glückseligkeit eingeladen, zu einem Leben des göttlichen Friedens. Sagt, was ihr hört und sagt, was ihr seht. Das wird ihm zeigen, dass ich der Messias bin. Das wird deutlich machen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Später wies der Herr Jesus selbst darauf hin, dass seine Taten die Legitimation sind für seine Gottessohnschaft. Und seine Taten der befreienden Veränderung im Leben eines Menschen aufzeigen, dass er der ist, der da kommen soll. In Johannes 10, Vers 37 sprach er ja, prüft mich bitte an den Taten, wenn ihr nicht den Worten glaubt. Tue ich nicht die Werke meines Vaters, dann glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, dann glaubt um der Werke willen. Und das setzten die Apostel fort, diese Beweisführung.
dass er der ist, der Christus, der da kommen sollte. In der Apostelgeschichte 2, Vers 22 heißt es ja, sagt Petrus, dieser Jesus von Nazareth, von Gott unter euch, bewiesen, womit? Mit Taten und Wundern. Mit solchen Dingen, die kein Mensch tun kann. Der ist auferstanden von den Toten und der wird euch verkündigt. Und als Petrus und Johannes angeklagt und ausgefragt worden sind über die Heilung eines Gelähmten am Tempelplatz, wiesen sie wieder darauf hin, das sind nicht wir. Nicht wir vollbringen Wunder, nicht wir sind solche, die Wunderheiler sind und zur Tagesordnung gehören, sondern das ist in dem Namen dessen, der da gekommen ist und kommen sollte, geschehen. Jesus Christus, der Verheißene, der Messias. Er gibt Gesundheit der Seele. Sollen wir auf einen anderen warten? Nein. Diese Frage wird auch heute vielfältig gestellt. Ist Jesus wirklich der Retter? Oh, liebe Geschwister und auch Freunde, wir müssen Festigkeit gewinnen in dem lebendigen Gott. Wir dürfen uns nicht den Weg verändern und das Ziel verschieben lassen. Jesus Christus ist der, der da kommen sollte und auch gekommen ist. Wir merken, in welche Richtungen hinein auch heute christliche Menschen denken, wohin sie ihre Suche starten, um Frieden zu empfangen. Frieden schaffen ohne Waffen, solche Slogans kennen wir ja. Aber es gibt keinen Frieden auf diesem Wege. Es gibt nur Frieden durch den, der gekommen ist. Wir brauchen keines anderen zu warten. Jesus ist da und erlöst dich. Er gibt dir Frieden. Er ist das Heil Gottes für uns Menschen. Gott selbst bestätigte Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, als den Messias nicht nur vor Augen, sondern vor Ohren. Er sprach vom Himmel her während der Taufe Jesu: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und gleiche Worte noch einmal auf dem Berg der Verklärung, als Petrus, Jakobus und Johannes dabei waren und sahen, wie Jesus verklärt wurde in das himmlische Licht hinein. Und dann kam die Stimme aus der Wolke: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Hört nirgendwo anders hin. Nur was er euch sagt, das tut. Diese bestimmende Antwort: Ihr braucht nicht mehr warten, er ist es. Und das gilt auch uns, die wir in dieser Zeit leben. Oh, wo haben wir unsere Ohren überall? Wohin lenken wir unsere Augen hin? Seht auf Jesus, hört auf ihn. Nur dort ist der sichere Weg. Wie heißt es? Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Nur der Glaubensweg. Darum sieh auf ihn, höre auf ihn, höre nicht auf die Menschen, sondern höre auf den Herrn. Da bist du auf der richtigen Seite. Dies ist mein lieber Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Petrus rief darum auch nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu mit ganz großer Gewissheit aus zu dem Volk: Es gibt kein Heil außer in diesem. Es ist kein anderer bestimmt, das Heil zu geben, außer in Jesus Christus. Unter dem Himmel gibt es keinen anderen Namen, an dem ihr euch orientieren könnt
für das ewige Leben, für das Leben des Friedens und der Seligkeit. Und ich denke, dass auch wir als Kinder Gottes sehr aufpassen müssen, in der vor uns liegenden Zeit, dass wir nicht falsche Stimmen hören und sie zu Herzen nehmen, sondern dass wir nur auf die Stimme Jesu hören. Denn auch die neue, und das sage ich hier auch öffentlich, Bibelübersetzung für 2017 hat bereits den antichristlichen Charakter, wo Jesus nicht mehr der Sohn Gottes sein soll. Und das alles im Jahr der Feier der Reformation, wo man gar nicht zu Gottes Wort zurück will, sondern zum Menschenwort möchte. Es ist in keinem anderen das Heil. Wir brauchen also auf keinen anderen Messias zu warten. Unser Heil ist da. Erlösung von Sünde und Tod ist für jeden Menschen möglich. Der Himmel steht jetzt offen. Aber die Wegbereitung, die heute in unserer Zeit vor sich geht, um auf einen anderen Messias zu warten, ist die Wegbereitung zum Antichristen hin. Das soll der Messias werden für die Menschheit. Auf den soll man hören. Aber wehe dem, der auf ihn hört. Wir hören auf Jesus. Der Himmel steht uns durch ihn offen. Keiner muss unerlöst bleiben. Die Suche hat aufgehört. Wir brauchen auf keinen anderen mehr zu warten. Wir sind frei von Todesnot, von der Knechtschaft der Sünde durch ihn. Und wir stehen im Advent in der Erwartung auf seine Wiederkunft. So wie es der Apostel Paulus auch an die Gemeinde zu Thessalonich schrieb, in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, er wird kommen vom Himmel und er wird mit dem Feldgeschrei des Erzengels kommen und er wird uns zu sich rufen und wir werden bei ihm sein, steht dann alle Zeit keine Veränderung mehr nötig. Und das sollen Trostworte sein für uns in unserer Zeit. Und er wird kommen, um sein Reich des Friedens auch in der Sichtbarkeit aufzurichten in Israel. Wenn Jesus der Messias ist, was ist die Konsequenz? Dann muss ich ihm begegnen. Muss ich ihm begegnen? Die Frage war ja nicht nur eine Erkenntnisfrage, die da gestellt worden ist. Bist du der, der da kommen soll? Wenn du der bist, der da kommen soll, dann brauche ich eine Begegnung mit dir. Dann muss ich bei dir sein und bei dir bleiben. Wie können wir Jesus begegnen? Indem wir uns beugen unter unserer Schuld und um Vergebung durch das Blut des Lammes bitten. Eine Frau erzählte, dass sie ja fleißig in die Versammlungen ging, aber in diesen Versammlungen immer nur etwas von dem verklärten Jesus hörte, der zur Rechten des Vaters sitzt. Nach dem wollte sie sich ausstrecken. Sie tat es mit großem Fleiß, aber sie fand keine Ruhe. Erst als sie auch Jesus Christus, den Gekreuzigten, sah, fand sie Frieden und konnte ihre Lasten ablegen. Ja, wir müssen Sündenerkenntnis und danach Sündenbekenntnis haben. Denn wo wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und er reinigt uns und löst uns von der Gewohnheit der Sünde. Darum konnte Jesus der Einzige sagen, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Gekreuzigte, aber auch der vom Tod Auferstandene. Ich bin der, der euch reinwäscht durch mein Opfer, durch mein Blut und euch fähig macht zu einem neuen Leben. Ein Adventsmensch, der die Begegnung mit Jesus Christus gesucht hat, empfängt auch
Taten, die das neue Leben legitimieren. Denn der Auftrag im Advent heißt ja, zeige dich den Leuten, zeige deinen Wandel, zeige, dass du ein neuer Mensch geworden bist, dass du nicht mehr tust, was du früher tatest, sondern ein verändertes Wesen hast. Gib den Leuten das Evangelium weiter. Und der Herr bestätigt das auch im Leben seiner Nachfolger. Wir lesen ja in Matthäus 25, dass er zu denen, die ihm gefolgt sind, sagten: Ihr habt etwas getan, eigentlich was ganz Normales. Ihr habt es noch nicht mal bemerkt, aber es war der Ausfluss des neuen Lebens. Ihr habt den Hunger gestillt, den Durst gestillt. Ihr habt Gäste beherbergt, Nackte bekleidet, Kranke besucht, Gefangene getröstet, praktische Hilfe der Nächstenliebe geleistet. Ihr habt das Evangelium in der Praxis gelebt. Genau das, was Jesus tat, dass er nicht nur mit Worten das Evangelium weitersagte, sondern er sagte: Geht hin, schaut, was für Werke hier entstehen. Das sagt dem Johannes. Dann werden sie erkennen und wird er erkennen, wer ich bin. Und genauso im Leben der Christen soll das zu sehen sein. Nicht nur die Worte hören, sondern das Leben erkennen und sehen. Darum in Matthäus 5 spricht der Herr: Lasst euer Licht, das Licht des neuen Lebens, leuchten vor den Leuten, damit sie nicht nur das Licht sehen, sondern eure guten Werke. Das sollen sie sehen und erkennen und darüber euren Vater im Himmel preisen. Jesus ist der Messias. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit empfingen, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit, die auch ein Ausfluss findet in dieser Zeit durch die Taten. Durch die Prägung unseres Lebens aus der Ewigkeit in der Zeit. Denn Gott hat uns so sehr geliebt, dass er nicht nur einen Propheten aus den Menschen, sondern seinen eingeborenen Sohn sandte. So sehr hat er uns geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ja, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Ihr braucht auf keinen anderen zu warten. Adventsmenschen sind Verkündiger der frohen Botschaft in Wort und Tat, weil sie wissen, dass dieser, der gekommen war, auch wieder kommen wird und wird auch seine Ehre suchen in dem, was wir durch ihn und für ihn tun durften. Unser Augenmerk soll auf die Menschen gerichtet sein, die noch im Finstern wandeln. Sie sollen auch das große Licht sehen des Evangeliums und erkennen, Jesus ist da. So wie es auch der Liederdichter Ludwig Konrad Allendorf gesagt hat: Jesus ist kommen. Das ist Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählt's den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Und Israel, die jetzt noch auf der Suche sind nach dem Messias, sie werden eines Tages sagen: Gesegnet sei der da kommt, im Namen des Herrn. Du bist gekommen, du warst unter uns, wir hatten dich nicht erkannt und jetzt bist du wieder gekommen. Du bist unser Herr, du bist unser Heiland, du bist der,
der da verheißen war durch Mose und die Propheten. Und darum mahnt uns im Advent Jesus Christus auch im Blick auf sein Wiederkommen. Bleibt auf dem schmalen Weg. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Lass dir das Ziel nicht verrücken, sondern bleibe bei dem geoffenbarten Gott in Jesus. Er ist dein Friede. Amen.